Filme wie Sinister sind meiner Meinung nach der Grund, wieso das Horrorgenre niemals aussterben wird. Und heute ist das sozusagen was Gutes. Wir haben uns lange einen guten Horrorfilm gewünscht, haben nicht sehr viel Gutes bekommen. Doch jetzt haben wir Sinister, der nächste Film von den Machern von Insidious und auch Paranormal Activity, obwohl Oren Peli hier nicht mehr mitmacht. Das bindende Glied hier ist ein Mann namens Jason Blum. Gut, worum geht es in Sinister? In Sinister geht es um Ethan Hawke, den wir natürlich kennen aus zahlreichen anderen Filmen. Dieses Mal ist er ein obsessiver Schreiberling, der nach einem großartigen Hit namens Kentucky Blood ein neues Buch schreiben möchte und damit will er so richtig reinhauen. Wir haben zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn hat längere Haare als die Tochter, deswegen war es am Anfang etwas verwirrend, aber hey, who cares? Dann hat er noch eine hübsche Frau und sie ziehen, wie sollte es auch sein, in ein neues Haus. Das hört sich jetzt schon mal an wie unser typischer Hollywood-Horror-Schlock. Allerdings machen die Typen von Sinister einiges richtig. Was passiert also? Er geht auf den Dachboden und findet eine Kiste. In dieser Kiste sind Filme drin, Filme von Exekutionen. Und er findet heraus, dass diese Exekutionen in seinem Garten stattgefunden haben. In dem Garten von dem neuen Haus. Es gibt diese Szene, die auch schon im Trailer zu sehen ist, mit dem Baum, wo die Familie hängt. Und das ist schon eins der größten Mankos, die ich an Sinister habe. Und zwar, das ist der Trailer. Schaut euch nicht den Trailer an, wenn ihr den Film sehen wollt. Weil der Trailer ruiniert so ziemlich alles. Ich werde nachher im Spoiler-Talk über den Trailer sprechen und über das Ende. Weil der Trailer ruiniert so ziemlich alles, was den Film wirklich gut macht. Deswegen konnte ich ihn wahrscheinlich auch nicht so genießen. Aber ich habe mir versucht, den Trailer wegzudenken und dann ist der Film eigentlich ganz gut. Merkwürdige Dinge beginnen. Und er merkt, dass es sozusagen eine Verbindung gibt zwischen den einzelnen Morden. Und wer hat sie gefilmt? Man weiß es nicht. Wann wurden sie gefilmt? Das weiß man ungefähr. Und er freundet sich dann mit einem Cop an aus der Gegend, der ein großer Fan seines Buches ist. Und aus dem Grund bekommt er so Hintergrundinformationen. Seine Frau ist die ganze Zeit genervt, weil er sozusagen sein Buch über seine Familie stellt. Der Sohn hat Albträume und die Tochter ist auch so ein bisschen strange. Also man hat so eine verkorkste Familiensituation und dann schmeißt man dann noch diesen Plot auf sie. Und das macht den Film sehr interessant. Der Film hat fast keine Jumpscares. Es sind vielleicht 3 oder 4 drinnen. Und bei 1 Stunde und 50 Minuten ist das schon recht beachtlich. Der Film kann Spannung aufbauen, indem er die langsame Kamera hat, wie wir sie aus Horrorfilmen kennen. Es gibt allerdings auch diesen Mystery-Plot, in dem wir uns richtig hineinversetzen können. Oftmals, weil diese Filme, die er findet, die auf Super 8 gefilmt sind, da gab es ja früher keinen Ton. Den Ton musste man einzeln aufnehmen. Bild und Ton wurden separat aufgenommen. Und deswegen hört man nichts in den Aufnahmen, während die laufen. Es kommt nur so gruselige Musik oder ist es Soundkulisse, man weiß es nicht und man hört immer dieses Abspielgerät. Und das macht diese Aufnahmen, wie könnte man es ausdrücken? Disturbing! Dann haben die Leute auch einiges richtig gemacht. Nebst dem Regisseur gibt es sehr schöne Kameraeinstellungen. Mit dem Licht wird auch oft gespielt und bei ein paar Einstellungen muss man sich heutzutage noch die Frage stellen, wie haben sie das denn gemacht? Es gibt so 1, 2 Aufnahmen, wo man sich denkt, hä? Gut, es ist natürlich der typische Horrorfilm, deswegen gibt es keine großartigen Überraschungen. Vor allen Dingen, wenn man sozusagen den Reveal bekommt, die Auflösung, was jetzt da eigentlich abgeht in dem Haus und mei. Dann ist der Film halt so ein bisschen, geht's runter. So ähnlich auch, was die Kinderkrankheit von Insidious war, als man diese Oma holt und die dann alles erklärt und wir kriegen so ein bisschen diesen Poltergeist-Vibe. Das war nicht so gut. Hat Insidious ein bisschen abgeflacht zum Ende. Sowas ähnliches passiert hier auch in einem Film. Und dann geht's wieder um den Trailer. Und darüber reden wir jetzt dann. Jetzt kommen wir erstmal zum allgemeinen Fazit. Die Story ist nichts Besonderes. Aber sie können sie gut verpacken. Die Figuren sind auch interessant geschrieben. Aus dem Grund gebe ich der Story jetzt mal 3 von 5. Die Technik, der Film hat, weil er mich ab und zu sehr begeistert hat von der Technik her, weil ab und zu die Ideen sind klasse, man kann den Schocker gut verpacken, wenig Jumpscares und
auch diese Einstellungen mit dem alten Rekorder. Richtig schön gemacht. 5 von 5. Der Cast, außer Ethan Hawke, ist eigentlich niemand gut. Ich meine, natürlich, er wurde als Hauptrolle gecastet und er trägt den Film auch. Die anderen sind alle so, fuck 'em. Da sage ich jetzt mal 2 von 5. Also haben wir insgesamt 10 von 15 Punkten. Das ist eine 2-. Okay, lasst mich eure Gedanken wissen zu Sinister. Habt ihr auch Insidious gesehen oder habt ihr auch Saw gesehen? Oder steht ihr auf solche Mystery-Filme, die zu Horrorfilmen werden? Und go see it! Und jetzt kommen wir zu Spoiler-Talk. Bagul, das ist das Problem, das gibt's im Trailer. Da sagt irgendwie der eine so, oh, you got a Bagul problem. So, you kind of fuck. Und ich finde den Namen, ehrlich gesagt, erstmal ein bisschen lächerlich. Bagul. Es wird dann so auf Aufnahmen gezeigt, dass Bagul wird zu Boogie, Mr. Boogie. Und Mr. Boogie ist dann der Boogeyman. Das ist wie Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ich finde den Namen lächerlich. Der Typ sieht aus, als würde er von Slipknot kommen. Ansonsten ist es eigentlich ganz nett. Aber man hat halt, wenn man den Trailer gesehen hat, immer vor Augen, es ist Bagul, der das macht. Und man hat nicht dieses What the fuck is happening Gefühl, sondern man hat dieses Wann sehen wir endlich Bagul? Das Ende ist extrem geil, denn es stellt sich heraus, dass die Kinder im Endeffekt diese Morde verüben. Irgendwoher kriegen sie eine Super 8 Kamera. Am Ende ist es dann halt auch die Tochter, die Ethan Hawke und seine Frau umbringt mit einer Axt. Wo sie den Schwung her hat mit ihren kleinen zierlichen Ärmchen und... Ist egal. Das ist ein tolles Ende, weil es nicht das übliche Ende ist. Ich habe mir schon zwar irgendwas gedacht, weil man sagt ja auch, dass Bagul, Bagul innerhalb von den Bildern lebt. Wenn man sie zerstört, dann hat man halt sozusagen die Arschkarte. Was ich am Trailer noch scheiße finde, ist, dass die besten Szenen im Endeffekt schon gezeigt werden. Und das ist ein No-Go. Deswegen mag ich das bei Horrorfilm-Trailern nicht so wirklich. Und deswegen sollte man sich diesen Trailer nicht anschauen. Aber wenn ihr jetzt schon hier im Spoiler-Talk seid, dann habt ihr entweder den Trailer gesehen oder ihr habt den Film gesehen oder ihr sagt, what the fuck, what do I care? Okay, dann war's das heute. Jetzt kommt dann demnächst Silent Hill Revelations raus, Anfang Dezember. Vielleicht gibt's den schon sogar ein bisschen früher, man weiß es ja nicht. Vielleicht gibt's ein tolles Sneak Preview. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen. You got a Bagul problem.